Aber sie kommt halt dann wieder. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Als auf dieses kleine, ekelhafte Gewitterwölkchen genau vor meiner Nase Halt macht und sagt, ich brauche Zeit, dass er hier hingehen wird. Ja, münstastisches Willkommen zurück zu New RDS. Langsam scheint es sich Richtung Ende zu neigen. Wir sind in Welt 7. Ja, wir sind in Welt 7. Nur letztes Mal 2 Level. Jetzt geht's mit 7.3 weiter. Ich bin gespannt. Tip Sword Trench. Okay, oh nein, ich glaube, ich hätte zu Luigi wechseln müssen, ne? Und schon wieder. Das Main Theme. Ich liebe es. Also das New Year Main Theme. Was ist das? Wahrscheinlich ein Hothead, oder? Ein ungepixelter Hothead. Und die Musik, es ist jedes Mal. Oh nein. Es ist jedes Mal irgendwie anders. Vor allem höre ich mich irgendwie. Höre ich mich links eher als rechts. Oh Gott, bitte bring mich doch nicht um. Das hat mich gerade erschreckt, okay? Ich hab den Spikeball gesehen und dachte mir, was macht der da? Damit nicht gut, okay, eigentlich hätte man das vom Bild her schon sehen können, aber ja. Ich bin immer noch ein bisschen mitgenommen von dem letzten. Von dem letzten Buhu-Haus. Ne? Von daher. Ich bin jetzt sowieso gespannt, was so das Hauptgimmick. Ich will auch getroffen werden, oder? Das Hauptgimmick von der Welt wird, ne? Weil, ja, krass, ne? Bin ich nicht krass? Ich ein bisschen schon, oder? Und die erste Starcoin. Das läuft doch schon mal wie am Schnürchen. Nicht wahr? Oh Gott. Okay, ich glaube, den kann ich nicht einfach runterrollen lassen. Oh, er ist wieder. Oh! Das war mein Hund, der gerade gejault hat. Das ist natürlich jetzt Gift. Hoffentlich spawnt die jetzt nicht wieder, ne? Hä? Von mir spawnen doch einfach die anderen nicht einfach weg. Was ist denn los? Ich glaube, er will raus, Leute. Also, bis gleich. Wusch. So, zurück im Geschehen. Damit ich mal endlich was zu reden hab, ne? Falls ich irgendwie neben der Spur rüberkommen sollte. Ich kann ehrlich nicht sagen, was es ist. um mal richtig ehrlich zu sein. Oh! Ach komm, wenigstens die Starcoin. Wenigstens die Starcoin. Dankeschön. Das Geräusch. Ich kann wirklich nicht sagen, was es ist. Vielleicht, weil ich sonst um die Uhrzeit nicht aufnehme. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie kurz vor 1 oder so. Also mittags. Ja. Oh! Normalerweise nehme ich, ja eher ich verstehe. Jetzt ist die Kugel weg. Warum respawnt die denn auch? Die ist halt echt respawnt. Despawned. Was soll das denn? Warum können die auch despawnen? Okay, pass auf. Vielleicht ist die ja wieder da. Wenn nicht, müssen wir irgendwie versuchen. Ja, das war es jetzt aber auch schon damit, ne? Ich würde sagen, wir versuchen die wieder zu bekommen. Nee, komm, die muss doch wieder da sein. Och, Mann. Warum machst du sowas mit mir, Spiel? Die ist wieder da. Natürlich ist die wieder da. Freunde der Sonne. Bis gleich. So. Nächster Versuch. Hoffentlich wird das ein bisschen besser. Komm. Okay, ich wollte sagen, wenn wir getroffen werden, ist es nicht schlimm. So, pass auf. Geht das? Komm. Balanciert die sich aus? Sie balanciert sich aus. Ja. Jo! Tja, damit hast du nicht gerechnet, Schalke, ne? Lol. Das war doch wundervoll. Ich fand's wunderschön. Vielleicht bin ich müde. Vielleicht nehme ich zu eintönig auf, weil ich nehme nur jetzt jeden Tag auf. Weil ich vorproduzieren möchte, also ich möchte das Spiel vorher fertig haben, bevor in den Sommerferien der Kuru zu mir kommt und auch der Alex. Ja, die kommen zu mir, die sagen Hallo und damit ich das schon mal fertig habe. Deswegen wollte ich das jetzt alles fertig machen. Skewer Spring Tower, okay. Und
Naja, vielleicht nehme ich zu eindeutig auf, weil im Gegensatz zu Nür hier, ne? Versuche ich Kirby wegzuschieben. Was eigentlich nicht geht. Ich habe jetzt schon das, sag ich mal, in so eine Richtung gelenkt, dass ich quasi andere immer dabei habe, wenn ich Kirby aufnehme, ne? Die letzte Aufnahme war mit Kuru. Vielleicht ist es einfach der falsche Weg. Ich weiß es nicht, ne? Weil das Spiel, es ist halt, ich mag Kirby. Kirby ist nur ein 3. Ist nicht so meins. Ich weiß nicht warum, aber das macht mich fertig, weil es irgendwie absolut bach ist. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange das Spiel an sich geht. Ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, bei Welt 4. Also jetziger Stand. Ja, dass nur Dienstags und Donnerstags kommt, ne? Ist halt der normale, sag ich mal, Aufnahmetag immer Dienstags und Donnerstags. Das werde ich es auch weiterhin machen. Könnte aber knapp werden. Ja, und gegebenenfalls wollte ich ja auch schon vorher am Anfang das nächste Let's Play schon in die Gänge zu leiten, ne? Aber muss ich selbst noch nachschauen. Können wir... Huh! Okay, nee, man muss wirklich... Ja. Super! Das wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Ich möchte meinen Pilz nicht verlieren. Okay, okay, langsam. Sprung. Oh Gott. Ja, damit habe ich nicht gerechnet so. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, okay, gut. Die knacksen bestimmt gleich zusammen. Oder auch nicht. Alter, das war knapp, ne? Gut. Zum Glück noch nicht am Ende des Levels, ne? Bowser Jr. ist noch weiter rechts. Oder halt weiter oben. Wahrscheinlich. Und, wollte ich euch noch was sagen? Naja, vielleicht liegt es eher daran nicht, dass ich jetzt zu früh aufnehme, ne? Sondern vielleicht zu eintönig. Dass ich keine Abwechslung habe. Weil, ich muss natürlich sagen, letztens habe ich öfter mal jetzt, random Projekte aufgenommen, halt, die jetzt kein Neben- oder kein Hauptprojekt sind und auch kein Mario Maker 2, auch wenn das wahrscheinlich, ich fahre mal weiter nach oben, auch wenn das wahrscheinlich sinnvoller wäre, ne? Weil Mario Maker ist zwar eigentlich ein unregelmäßiges Projekt, aber trotzdem, ja, das ist die nächste Starcoin, ja, ja, ist doch klar. Trotzdem, ne, das kann man auch mal wieder aufnehmen. Hatte ich, glaube ich, letztens in einem FNAF-Fangame. Alter. Fuck! Ich bin gerade reingestorben. Das ist... Fuck. Und wieder zurück. Diesmal mit... Pilz. Kann das sein, dass ich... Ach nein, das ist der andere Ja, ja, genau. Da muss man ja mit den Koopa-Panzern irgendwie versuchen zu treffen, ne? Das macht Bowser Jr. natürlich wiederum ein bisschen schwieriger, ne? Hier aber gar nicht mal so lustig, ne? Komm, einfach weg. Dann macht die das natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Zwar kann man ihn immer noch ziemlich leicht besiegen, wenn man sich nicht doof anstellt. Aber naja, ne? Aber als ob ich einfach bei ihm gestorben bin. Tja, wenigstens kommen wir diesmal ziemlich, voran, ne? Gewitterlevel oder was? Oh, warte, ich weiß nicht, was hier vorkommt. 7-4. Ich call jetzt, dass jetzt so eine Gewitterblitzwolke aus Mario Kart Wii hier vorkommt. Weil, ja. Cloudbolt Chasm. Okay. Den ein oder anderen Spoiler, den konnte ich natürlich nicht ausweichen. Leider. Ne? Aber. Fuck. LOL. Ratatatatata, böse Yoshis Island Musik. Anti-Athletic Theme. Alter, das ist ja so gut. Komm, mach mal, Puff. Ja, mach mal bitte, Puff. Ja, böse Wolke, Mann. Ich will dich einfach weg haben. Oh nein! Die drehen sich, oder? Aber groß. Die drehen sich groß. Ich hoffe, die kann mich auch nicht attackieren, wenn ich einfach ganz normal stehe. Also, wenn ich jetzt gegen sie springen würde. Oh Gott, pass bitte auf. Nehme ich mit. Alter, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schräg. Ja, bitte, lass mich doch. Ja, einfach. Aua. Tut mir doch nicht weh. Oh nein. Ja, mach hier Boom.
Solange ich noch nicht sterben werde, am besten... Oh. Geh weg, Goomba. Ich habe auch Angst, hoch zu springen. Oh, danke, Checkpoint. Und sie ist weg. Die Wolke ist weg. Was ist das für ein krasses Gimmick? So viel zu, ich frage mich, was da für ein Gimmick kommen wird. War das jetzt? Oh Gott, nein, kein Hammer, Bruder. Das war jetzt eigentlich nicht so nötig. Oh, hier gibt's ein Secret Exit. Ho, ho, ha. Ja, natürlich stehst du jetzt da. Ja! Mein Lieblings-Power-Up. Trotzdem, ich nehme die Blume, weil mein Lieblings-Power-Up will ich natürlich dann lieber behalten. Als die Feuerblume. Das war mehr als offensichtlich. Wenn du jetzt hier saßt... Nee, okay. Ich würde sagen, wenn jetzt hier der Secret Exit... Als ob die den jetzt einfach hinklatschen. Guck mal, die haben so viel Potenzial, irgendwo ein Secret Exit hinzupacken. Das war in manchen Level viel besser. Ne? Aber hier, das hier, das war ein lamer Secret Exit. Fand ich jetzt persönlich. Gut, dann, lassen wir das mal die anderen Level ignorieren, wir, ne? Also, dass jetzt noch vier Level sind. Na gut. Dann, bis gleich. Leute. Leute. Oh, Leute. Ich möchte nicht mehr. Ich hasse das Level. Ich hatte gerade eben so einen... Na, keinen Wutanfall, aber... Alter Vater. Hat die Wolke mich... Ernst, Luigi? Ist das dein Ernst, Luigi? Ich glaube halt echt, dass er Terminal 7 hat, ne? Ich glaube es halt langsam echt. Ihr könnt ja bei mir bleiben, das ist ja direkt hier am Checkpoint, aber was zur Hölle? Das ist ja mal sowas von nervig, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Nebenbei die Plattform, da fällt man so gerne durch, wenn die sich am Drehen sind. Das Kackding da oben macht Schaden, wenn man halt da drauf tritt. Und das war gerade sehr knapp, wenn ich es mal sagen darf. Mit dem Hammer konnte man zwar... die Blitzwolke kurzzeitig ausschalten, aber... Na! Oh! Aber sie kommt halt dann wieder. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Als auf dieses kleine, ekelhafte Gewitterwölkchen genau vor meiner Nase Halt macht und sagt, ich brauche Zeit, dass er hier hingehen wird. Ist dein Ernst? Leute, ich schalte euch einfach wieder dazu. Alter, da verwandle ich mich schon in die Schnabeltier. Was soll das denn? Bleibt der stehen? Genau da, wo ich hin will. Alter, Leute, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich hasse diese Wolke. Die ist ja schlimmer als die Sonne. Die ist ja schlimmer als die Angry Sun. Oder halt der Angry Moon von mir aus auch. Ach du Kacke. Moment mal. Warum ist dann... Seht das doch auch, oder? Da ist ja ein Weg nach unten. Aber der ist halt auf der Map freigeschaltet. Aber für uns nicht. Also entweder heißt es, hier ist noch ein Secret Exit oder... Das Level da unten, 7a vielleicht, keine Ahnung, oder 7b, wird uns dann nach oben wieder wirklich, ich weiß es nicht, wir spielen auf jeden Fall noch 7.5. Zur Beruhigung, ich. Ah, hier ist es auch wieder ein Secret Exit, Gigantic Gardens, oder Gigantic Gardens. Oh yeah, 7.5 mit Secret Level Exit, ihr wisst, was ich meine, ich. LOL. Einfach riesige Boys, einfach. The fuck. Also das mag ich sowieso, so ein Gimmick. Ja, damit ja Welt 7 ja doch noch gimmickhaft, ne? Und ich sollte langsam ein bisschen, eigentlich hätte man damit rechnen müssen, ne? Ich sollte langsam daran denken, naja, ein bisschen One-Ups zu wollen. Der fällt hier runter, oder? Ja, dann schalt mir doch den Weg frei. Ja, vielen lieben... Ja, oh Gott! Ich meine natürlich, das war alles geplant, ne? So krass, wie ich das gerade gemacht habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Nein.
Warum besiegst du ihn auch noch? Alter. Ich baue mir auch hier alles kaputt. Ja, komm mal zu mir. Ist da unten was? Die Frage ist, sterbe ich, wenn ich unten hinschaue, ne? Da unten ist echt was. Lol. Nee, geh mal bitte in die Richtung. Lass er mir aus. Nee, okay, der war hier runter. Him. Fällt nicht runter, aber ich bin hochgesprungen. Aus Angst. Gut. Schießt du mich jetzt in die Lüfte? Nein, okay. Dann, oh, riesige Buzzy-Beetle. Schau hier an, wie sie aussehen. Ich fühle mich zwar ein wenig nackt. Weil... Da unten sterbe ich bestimmt nicht. Nee, okay, gut. Zwei Röhren. Okay, akzeptiere ich mal so. Eine Röhre. Ach, die schießt mich jetzt wahrscheinlich nach oben, ne? Und... Kabauz! Natürlich! Gut, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Nee, das machen wir nicht nochmal. Wir gehen jetzt immer zurück, wenn wir irgendwo hier waren und wir kannten die anderen Orte noch nicht. Man weiß ja nie, wann hier plötzlich irgendwie wieder was kommt, ne? Aber jetzt sieht's eigentlich ziemlich normal aus. Gut. One-Ups, ich brauche One-Ups. Ich bin nämlich langsam, ich habe nur noch 13 Leben. Wir haben ja genügend One-Up-Häuser, theoretisch, ne? Lol. Kommt da nochmal einer raus? Ich meine, die Frage, ob jetzt da was drin ist, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ich ja nur... Alter. Nur herausfinden, wenn ich den Buzzy Beetle am Leben lasse und halt auf ihn drauf springe. Das ist doch manchmal so. Hm. Oh. Na, das geht halt kacke, ne? Na, da ist keiner drin. Okay, gut. Alles, ja, alles gut. Ist da was? Hier, was zur Hölle? Als ob ich die von überall jetzt rauskomme. Ja, One-Up nehme ich doch gerne mit. Aber so viele Münzen kommen ja auch nicht raus. Ist hier jetzt was? Ist hier etwas? Nein. Gut. Ja, was? Ach, die kommen hier rausgefallen. Drun. Das ist so ein cooles Gimmick. Scheiße, wie gut. Vor allem an sich dieses ganze... Da ist doch bestimmt was in der Röhre. Entweder der Ausgang oder... Ich kann nicht zurück. Wie kann man denn so... Oh. Ein Drecksack sein, würde ich sagen, aber... Vielleicht ist hier ja der... Der Secreto Exito. Ich weiß es noch nicht. Ne, das ist der normale Ausgang. Ah ja, gut. Mario Time. Und zwei One-Ups. Dann ist wahrscheinlich die dritte Star Coin beim Secret Exit, oder? Ist das jetzt 7-6? Ja, okay, gut. Dann, auf geht's zum Secret Exit. Bis gleich. Leute, ich bin ein bisschen durchgespeedet. Okay, ich verstehe schon, was sie hier wollen. Aber ja, das muss höher, glaube ich. Ich muss höher. Ich bin aber auch einfach weitergegangen gerade. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie richtig viel geskippt habe für euch, ne? Ja, da habe ich wohl zu lange gewartet. Einfach, ich glaube, da kommt sowieso keiner mehr raus jetzt. Ja! Aber da könnte was drin sein hier. Huh! Nee, kann er nicht. Okay, gut. Dann ist da bestimmt... Nein? Wie nein? Nein? Ja, aber wenn ich hier... Wo denn dann? Was? Ja, in den roten Röhren kann das ja auch nicht drin sein, so, ne? Gut, dann kann ja nur noch das Einzige sein, okay. Normal durch die Mega-Mushroom-Sache hier zu gehen, ne? Und da muss ja irgendwo... ein... Ja, macht euch mal hier gegenseitig kaputt. Eine Ranke sein oder ähnliches. Weil, ne? Fuck. Das macht aber keinen Sinn. Warum sollten die sowas tun? Das glaube ich nicht. Na gut, ist nur ein roter Koopa. Und da ist jetzt das Ziel, ne? Wo
Muss ich das verstehen? Ich werde mal nachschauen, ne? Bis gleich. Okay, passt auf. Scheint gar nicht so schwer zu sein. Ich habe eben mir noch gedacht... Alter, rutsch nicht hier zu krass rum. Ich habe eben mir noch gedacht, okay... Was wird... Lol. Den konnte ich jetzt halt nicht einsammeln. Was wird jetzt wohl... Der Secret Exit, wofür wird die rote Röhre unten... Wofür wird die sein, ne? Und... Oh Gott, ich hab den mach ich kaputt, ne? Ja. Und naja, das ist halt tatsächlich so das Rätsels Lösung, ne? Das ist jetzt das Lustige. Ja, ich wollte ja sagen, wenn ich abbremsen würde, dann würde ich sowieso runterfallen, ne? Oh nein, ich will nicht warten. Okay, pass auf. Und zwar hat der Buzzy Beetle nämlich... Er hat die ganze Scheiße nämlich verursacht. Wir müssen aber jetzt abwarten. Dann respawnt er nämlich... Und dann können wir nämlich weitermachen. Weil er macht nämlich die Blöcke kaputt. Das ist nämlich die Sache. Also. Willst du mir jetzt etwas sagen? Ich war zu langsam. Quatsch, ich bin ja sowieso mega blöd, ne? Bin ich irgendwie mega blöd? Ich bin schon mega blöd, ne? Ich kann doch einfach... Quatsch! Komm, das muss es sein. Das muss das Secret Exit sein, oder bin ich jetzt wirklich... Bin ich wirklich so... Komm, die Röhre ist doch nicht ohne Grund, Alter. Das ist jetzt wirklich so... Wir müssen wahrscheinlich die Blöcke gar nicht erst kaputt machen, oder? Also sprich, wir hauen uns selber darunter, ne? Mit einem Pilz. Man muss einen Pilz haben, dann kann man hier einen auf den hier machen, oder? Ist ja auch nicht sein. Oder ich darf den Buzzy Beetle quasi nur so weit lassen... Dass ich quasi auf die eine Seite kann. Ich bin gleich wieder da. Lol. Okay. Ah, das war jetzt aber auch nicht super einfach, weil ich hatte gerade ein bisschen an mir selbst gezweifelt, so, ne? Alter. Gut. Dann, haben wir auch 7,5 geschafft. Gut. Dann ist das wahrscheinlich unten 7a und das hier müsste dann... Nee, da unten ist 7,6, das ist 7a, ne? Ja, Hammer, Bruder, geh ruhig. Und der hier müsste uns dann ja wahrscheinlich entweder einen normalen Exit geben, der dann zu 7,4 wieder führt, ne? Und einen Secret Exit, der nach rechts führt. Oder ist es halt ein Exit, sieht man noch nicht. Auf der Weltkarte sieht man das, glaube ich, noch nicht. Nee. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Part. Freut mich, dass ihr da wart und Tschüssikowski, bleibt münzig.